Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute eine neue Map für euch. Und zwar einen Laden in Sandy Shores. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns das gute Stück einfach mal an. Befindet sich hier, ja. Und ja. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Tankstelle, die ist ja schon vorher auch da gewesen. Die Lichterketten kommen aber noch allerdings von einer anderen Weihnachtsmap, deswegen müsst ihr euch diese einfach wegdenken. Und ja, so sieht das Ganze schon ziemlich fresh aus, wie ich finde. Ja, wir können auch hinter den Tresen, ja. Und. Hier hinten haben wir noch so ein kleines Lager und hier können wir halt so den Müll rausbringen, ne? So, oder irgendwas anliefern lassen, etc. pp. Ja, wie ich finde, eine sehr gute Map. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Den Link wie immer unten in der Videobeschreibung einfach runterladen und dann einmal auspacken. Und hier haben wir das gute Stück, da müssen wir das Ganze jetzt nur noch einfach kopieren. Einmal den Namen. Dann gehen wir in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Anschließend gehen wir zurück und gehen natürlich noch in die Server-CFG oder in die Extra-CFG. Und hier müssen wir das Ganze jetzt nur noch starten für den Server und speichern, schließen, Server neu starten und ihr habt den Shop installiert. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and